Thüringer Bratwurst schmeckt so gut und soll in mich rein. Ja, ich weiß nicht weiter. Ist mir auch scheißegal. Das ist so, wie es ist. Freunde, habt ihr schon mal eine richtig originale Thüringer Bratwurst gegessen? Nein? Dann zeige ich euch das heute. Das, meine Lieben, ist eine originale Thüringer frische Bratwurst. Ja, so sieht das aus. Total schlabberig, ja, vollkommen widerlich, aber sie schmeckt einfach genial. Ihr müsst diese Bratwurst, bevor ihr sie grillt oder bratet, einfach eine halbe Stunde vorher einfach in Milch einlegen oder in Wasser. Dann platzen die nicht. Interessant wäre es einfach noch, wenn ihr die auf dem Grill habt, so tuff, 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 mit dem Messer einstechen. Wäre eine hilfreiche Lösung, müsst ihr aber nicht machen. Dazu will ich heute einen Produkttest machen. Eine richtig geile, originale, frische Thüringer Bratwurst gegen eine Wagyu Rindsbratwurst mit 52% Wagyu. Ich werde zwei braten, zwei grillen und von den Thüringer werde ich auch zwei grillen, eine braten oder ich brate eine Wagyu und eine Thüringer, aber ich glaube, ich werde es genauso machen. Die werde ich braten und die werde ich grillen. Zwei grillen, zwei grillen, zwei braten, eine braten. Und dann bin ich gespannt, wie das Ergebnis davon ist. Ich bin wirklich mal gespannt. Also, auf. Wir gehen zum Grill und zur Pfanne. Ich habe jetzt hier meine Pfanne von vorhin. Ich habe heute Grünkohl gemacht. Und da habe ich jetzt hier noch die Reste drin. Vom Wildschweinfett und von dem Zwiebeln, die ich angebraten habe. Und ich weiß schon, warum ich diese Pfanne nicht sauber gemacht habe. Hier wirklich. Genau aus dem Grund, weil ich da jetzt die Bratwürstchen drin braten werde. Freunde, im Wildschweinfett gebratene Thüringer und Wagyu-Rindsbratwurst. Boah, ist das geil, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber da braten wir sie jetzt drin. Unter anderem Dampf daneben vor der Bratpfanne. Jetzt das Grünkohl vor sich hin. Boah, guckt euch das mal an, wie geil das geworden ist. Das ist mein Grünkohl, das gibt es morgen und übermorgen zum Essen. Guckt euch das mal an. Alter, ist das geil, oder? Mal ganz ehrlich, ist das geil. Ich möchte es am liebsten jetzt essen, wirklich. Vor dieser Bratwurst und vor diesem Wagyu-Bratwurst-Ding und also vor diesem wirklich geilen Bratwurst-Test. Ich muss mich beherrschen. Naja, widmen wir uns wieder dieser Bratwurst. Lecker. Jetzt erhitzen wir das ganze alte Schweinefett. Wildschweinfett mit den restlichen Zwiebeln vom Grünkohl. Das erhitzen wir jetzt so und packen da gleich die Bratwurst rein. Eine Thüringer oder zwei Thüringer und zwei Wagyus, um zu testen, wie sie gebraten schmecken. Und dann packen wir welche auf den Grill. Das machen wir gleichzeitig mit. Jetzt sind wir am Grill angekommen. Denn da wollen wir natürlich auch. Ach so, das war so andere. So, zack. Zack. Denn da wollen wir auch eine frische Thüringer und zwei Wagyus draufpacken. Okay. Ich mache den Grill erstmal nochmal zu und lasse das noch ein bisschen einbrennen. Der war schon lange nicht mehr an. Dann fangen wir einfach an. Schon mal hier. Einfach jetzt die Thüringer
und die Wagyu in die Pfanne zu hauen. Ihr könnt sofort sehen, die Thüringer Bratwurst bläht sich sofort auf. Wirklich, die hat sich sofort aufgebläht. Durch die Hitzeentwicklung ist sie sofort straff geworden. Also das, was ich da zusammengedrückt hatte, so, ja, hat die sofort Druck aufgebaut und hat wirklich angefangen, direkt sich, ja, guck mal hier. Guck mal, da quillst du direkt raus. Also das ist Wahnsinn. So eine Thüringer Bratwurst ist einfach unbeschreiblich. Wirklich, ist eine tolle Sache. So, wir braten jetzt zwei Thüringer und zwei Wagyu. Und auf dem Grill, wenn wir dann eingegrillt haben, machen wir hier auch eine, ihr könnt den Unterschied gerade sehen, guck mal. Guckt euch mal den Unterschied gerade an. Von der frischen Thüringer und von der schon in der Pfanne liegenden. Guck mal, wie fest das schon geworden ist, so schnell, ey. Wahnsinn, wa? Echt irre, krass. Also, 2-2 hier und 2-1 hier. Und hier seht ihr das gerade. Guck mal, das ist die Thüringer, die jetzt in der Pfanne liegt. Die ist einfach komplett schlabberig, komplett schlaff, wie so ein Penis. So. Und wenn da Blut reinkommt, so Erektion, hui, wird er hart. Und das hat hier nur eine Sekunde gedauert, wirklich. Also mein Gott, das Viagra will ich haben aus der Pfanne. War richtig gut. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Wisst ihr, was ich übrigens dazu gemacht habe heute? Ein richtig geiles, leckeres. Wo ist es denn hin? Ach, es wurde weggeräumt, da ist es ja. Ein richtig geiles Mangold-Butter-Kürbis-Chutney. Und das gibt's zu den Bratwürstchen. Moah. Probieren wir mal. Moah. Voll geil. Richtig sanft, ganz leicht im Geschmack, eine ganz leichte nussige Note. Ich habe ein bisschen Knoblauch angemacht, aber nur leicht, ein bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Knoblauchzwiebelpulver, ein bisschen Olivenöl, Steinpilzöl. Sehr geil geworden. Vom Geschmack her richtig gut. So, gucken wir mal, was die Würfel machen. Drehen wir mal um. So. Also das muss jetzt hier richtig schön bradeln. Die bradeln wir zuerst zu Ende und dann, ja, gehen wir zum Grill. Der Grill dürfte in der Zwischenzeit auch soweit sein, dass wir hier die Bratwürste draufpacken können. Machen wir jetzt auch. So. Also. Wir hauen jetzt hier die Bratwürstchen drauf und dann lassen wir die eben drauf und gucken gleich wieder, wie es da geht. Boah, geil. Natürlich habe ich eine natürliche Kühlung. Huhu, was gibt's denn hier heute? Münchner Hell. Und das nach der Fastenzeit. Mega lecker. Das riecht schon richtig, richtig lecker. Boah. Das kommt richtig gut, Mann. Voll geil, ey. Was muss? Das muss? Ja, die ist ein bisschen besser klappen können, so. Was ist denn für ein Scheiß? Hier meine Löffel. Also, auf Wagyu und Thüringer. Ich bin gespannt, wie es wird. Das Münchner Hell ist schon mal sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Oh, es dampft und quatscht. Guck mal. Hat natürlich schön Hitze jetzt, muss auch. Weil so eine
Thüringer Bratwurst muss richtig Röstaromen haben. Ohne Röstaromen schmeckt so eine Bratwurst einfach nicht. So, die Wagyu. Die lassen wir jetzt einfach mal im gechillten Wärmegrad liegen. Das heißt, wir machen jetzt die Pfanne aus. So. Zack. Pfanne haben wir ausgemacht. Und wir packen diese ganzen Sachen jetzt einfach hier nochmal ein bisschen so hin und her gewälzt. Und lassen das jetzt einfach mal so ein bisschen abkühlen. Die Thüringer lassen wir vielleicht noch ein bisschen drin liegen, aber die Wagyu nehmen wir jetzt raus. Denn wir wissen ja, Wagyu ist wirklich leicht empfindlich. Und wir sollten da definitiv darauf achten, dass die ganz gechillt jetzt noch ein bisschen ausruht. Die kann jetzt noch ein bisschen ausruhen. Da packen wir jetzt einfach von der Bratpfanne den Deckel so auf den Teller drauf. Und dann durch die eigene Hitze kann ich noch so ein bisschen ausruhen halt, ne? Ja, und die lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen drin und lassen die noch so ein bisschen ausgaren. Geil. Guck mir mal zum Grill, was da so los ist. So sieht das gerade bei mir aus. Wegen so ein paar Bratwürstchen. Krank. Naja, so ist das manchmal. Nebelig, aber lecker. Ja, hier am Grill wird es auch langsam spannend. Die Thüringer ist jetzt schon aufgebläht leicht. Man sieht das. Und die Wagyus, ja, die sind auch ganz entspannt. Weil auf dem Grill geht das ein bisschen entspannter zu. Ja, da hat man eine ganz leichte Wärme. Ja, da sieht man jetzt richtig schön schon, dass die Wagyus leichte Bräune annehmen. Und die Thüringer auch schon leichte Bräune. Aber die lassen wir jetzt nochmal runter. Deckel zu, bis gleich. So, jetzt haben wir die Thüringer. Die sind richtig schön geröstet jetzt. Die werden wir jetzt zu den Wagyus packen hier. Das ist unser Bratenpfannteller. Ja, Bratpfannteller oder wie man auch sagt. So, also hier haben wir jetzt die Würste aus der Bratpfanne. Richtig schön braun geworden. Ein richtig schönes Aroma. Ja, ist leider ganz schön nebelig geworden hier, weil es halt ja, durch das Röstaroma richtig schön durchgegangen ist. Ich werde direkt zack wieder den Deckel drauf machen, damit die durch ihre eigene Wärme noch ein bisschen richtig schön durchgaren können. Komm, na komm mit. Wir gehen zum Grill. Da gibt es lecker Würstchen. Natürlich. Schauen wir mal, was da los ist. Boah. Ja, so sieht es gerade aus hier. Voll weiß. Da ist mein Bier und das brauche ich. Ist ja logisch, ne? Zum Grillerchen braucht man Bierlichchen. So, was ist hier los? Würstels. Oh ja, fühlen sich auf jeden Fall schon gut an. Aber die können hier noch auf jeden Fall, denke ich, jeweils 2 Minuten drauf. Die lassen wir noch jeweils 2 Minuten da und dann nehmen wir die auch mit. Uiuiuiuiuiuiui. Das sieht schon richtig gut aus. Also, ich denke mal, die sind fertig. Die können wir mitnehmen. Und jetzt ist nur die Frage, wie. Wackeln wir sie mal so ein bisschen drauf. Zack. Okay, so geht das. Ich kann den Grill auch ausmachen. Okay, nehmen wir sie mit. Oh, einsame Spitze. Ja, sie sind noch nicht so braun wie die aus der Pfanne. Aber ich will es auch nicht übertreiben, wegen Geschmacklichkeit. So, ungeschnitten, unfiltriert dieses Video. Kein Witz. Habt ihr mittlerweile bestimmt schon mitbekommen. So möchte ich meine Videos in Zukunft komplett aufbauen. Keine Schneiderei, kein Getue von Heimlichkeit und Täterete. Nein, wir werden einfach komplett alles so durchziehen, wie es ist. Wirklich. Also,
Hier haben wir Thüringer Bratwurst und Wagyu Bratwurst aus der Pfanne. Hier haben wir die Thüringer und Wagyu vom Grill. Hier Eiweißbrot aus dem Supermarkt. Ich werde mir jetzt von meinem selbstgemachten Kürbis Magengold-Chutney ein bisschen was auf den Teller packen. Im Prinzip ganz einfach gemacht. Ich habe einen Butternut-Kürbis genommen, eingefrorenes Magengold, was ich vom Sommer noch hatte, Salz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver und Pfeffer. Das Ganze einfach ein bisschen aufkochen lassen und habe dann halt diese leckere homogene Masse bekommen. Mittlerweile kalt, aber das ist so. Aber wirklich extrem lecker. Aus dem eigenen Garten, ne? Außer die Zwiebeln, die hatte ich gekauft gehabt, weil meine Zwiebeln ging zur Neige. Aber der Mango, wirklich noch eingefroren aus dem Garten. Ich möchte die Wurst gar nicht mehr essen. So lecker. Okay, kommen wir zur Wurst. Wagyu Bratwurst von Metro, 7,90 €. Das Paket vom Bratpfanne vom Grill. So. Also Farbunterschied sehen wir definitiv. Also die kommt jetzt definitiv vom Grill. Ja, und die hat eine richtig schöne Grillbräune. Das sieht man sofort. Und die hat eine Bratschwärze. Das sieht man auch. So, jetzt mal geschmacklich testen. Aus der Pfanne. Vielleicht dumm gemacht vom Hersteller. Da ist Bratwurstgewürz dran. Was ich dumm finde, weil Wagyu. Jetzt im Nachhinein kommt das Wagyu. Das schmeckt man, kommt ein bisschen raus, ja. Aber durch das Bratwurstgewürz ist das sehr überdeckt. Wirklich. Dazu kommt es noch, dass wir diese Wurst in der Pfanne gebraten haben. Und da war natürlich sehr schmackhaftes, nahrhaftes Wildschweinfett dabei. Und dieses Kürbis Mangold-Chutney müssen wir mal ausprobieren. Das ist wirklich mega lecker, echt. Traumhaft. So, gehen wir mal zum Grill über. Ja. Sofort gemerkt, vom Grill im Biss fester und explosionsartig mit ein bisschen Flüssigkeit. Warten wir mal den Geschmack auf. Wichtig ist, dass ihr beim Schmecken immer durch die Nase atmet und immer die Luft mit runterstuckt. Dadurch habt ihr ein ganz intensives Geschmacksaroma. Okay. Interessant.
erzähle ich euch gleich warum. Wirklich. Ich hätte nicht erwartet, dass es so anders ist. Hätte ich nicht erwartet. Pfanne. Unfassbar. Also hätte ich in der Hinsicht jetzt so nicht erwartet, aber es ist Tatsache so, und zwar ist die Wagyu-Bratwurst aus der Pfanne geschmacksintensiver im Wagyu-Geschmack als wie vom Grill. Ist auf jeden Fall sehr lecker, kann ich empfehlen, ganz klar, aber aus der Pfanne gebraten schmeckt sie definitiv leckerer und intensiver nach Wagyu als wie vom Grill. Kann natürlich sein, wenn man sie beim Grill noch richtig schön heiß werden lässt, also noch intensiver anbraten lässt, dass der Wagyu-Geschmack auch intensiv rauskommt. Aus der Pfanne sehen wir, dass sie ein bisschen schwärzer sind, ein bisschen heißer gebraten worden. Vielleicht hat sich das Fett durch den Wagyu dadurch natürlich mehr verteilt in der Bratwurst in sich selbst und der Geschmack intensiver geworden ist. Aber so, leicht auf dem Grill, wie ich sie gemacht habe, ist sie noch nicht so intensiv wie aus der Pfanne. Auf dem Grill schmeckt sie wie eine normale Bratwurst. Also da erkenne ich keinen Unterschied. Kein Witz. Aber macht dieses Mangold-Kürbis-Chutney, das ist so lecker geworden. Ist übrigens mein eigenes Rezept, das gibt's nirgendwo. Sollte ich mein Rezept schreiben. Geil. So. Und dann kommen wir jetzt zu der Thüringer. Und da schneiden wir sie mal an. Im Anschnitt, ja, saftig, die kommt jetzt vom Grill, saftig im Anschnitt, vom Geruch, lecker, man riecht den Kümmel raus. Die Frische, wirklich, sehr gut. Schneiden, oh, habt ihr das gehört, wie sie knackt, hier. Also richtig, richtig knackig. Immer noch heiß, obwohl sie schon lange liegt vom Grill jetzt. Da sind natürlich diese geilen Feueraromen drin. Ja. Geil. Eine ganz klassische Thüringer Bratwurst mit richtig geil Grillaroma. Angebrannte Darm, angebrannte Gewürze, angebrannte Haut. 100% frische Thüringer Bratwurst, wirklich einsame Spitze. Geil. Wirklich ein Traum. Wo ich diese Bratwurst her habe, werde ich euch unten in den Kommentarbereich reinschreiben. Beziehungsweise in der Beschreibung. Da schreibe ich euch das rein, wo diese Bratwurst herkommt. Die habe ich hier in Emden auf dem Wochenmarkt kennengelernt, diese Bratwurst. Und fand die so lecker, wo die immer gemacht hat. Und musste die einfach mal kaufen.
Aber ich habe die bestellt bei dem direkten Schlachter. Könnt ihr auch. Mein Gott. Hm. Die ist einfach extrem lecker, wirklich. Ich esse das gerade ohne Senf, ohne Ketchup. Und ich finde es extrem lecker. So, jetzt. Nehmen wir den Thüringer aus der Pfanne. Nehmen wir auch erstmal eine halbe. Zack. Aber jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, habe ich so richtig Bock auf einen Bio-Senf. Habe so richtig geilen Bio-Senf. Und habe doch mal Bock drauf, jetzt so ein Stück Bratwurst mit diesem Senf zu probieren. Aber erstmal probieren wir sie ohne. Thüringer Bratwurst aus der Pfanne gebraten. Ja, okay. Mhm. Was zu erwarten. Na klar. Auch warum? Ist ja logisch, ne? Jetzt mal mit Senf. Hm. Interessant. Wisst ihr warum? Ich mache meinen Senf normalerweise selbst. Und der von Demeter schmeckt genauso. Finde ich sehr gut. Aber wir kommen auf das Produkt zurück. Also. Aus der Pfanne ist die Thüringer Bratwurst sehr saftig. Ja. Aber vom Geschmack finde ich sie aus der Pfanne. Der ist nicht so toll. Also ist genau umgedreht als wie mit der Wagyu Bratwurst. Die Wagyu Bratwurst hat durch das heiße Fett ihre vollen Aromen in die Wurst abgegeben und schmeckt dadurch sehr intensiv. Und die Thüringer Bratwurst ist genau andersrum. Die hat auf ihrem Grill das volle Grillaroma durchgezogen. Wirklich, also die ist genau andersrum. Mhm. Unglaublich, wirklich. Kein Witz. Ja, also was ich sagen kann, ist, dass die Wagyu Bratwurst aus der Metro sehr lecker ist. Kostet, glaube ich, 7,50 Euro oder 6,50 Euro. Kostet die praktisch aus der Packung. Ja. Und da ist gerade eine Spinne auf meinem Ständer. Ist das eklig. Also 6 oder 7,50 Euro aus der Metro kostet die Wagyu Bratwurst. Und die Thüringer Bratwurst kostet, glaube ich, 1,50 Euro oder 2,90 Euro das Stück. Eingefroren, geliefert aus Thüringen. Ja. Wo sie herkommt, von welchem Schlachter, schreibe ich euch in die Beschreibung rein. Aber im Guten und Ganzen muss ich sagen, Wagyu Bratwurst aus der Pfanne, interessanter, geschmacksvoller. Thüringer Bratwurst vom Grill, geiles Grillaroma, viel besser und viel leckerer. Ja. Also, ungeschnittenes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe gerade eine richtig krasse, dicke, fette Spinne auf meinem Handy drauf. Schade, dass ich das nicht filmen kann. Ist auf jeden Fall, mein Gott, sehr gruselig. Wirklich. Boah, ich hasse ja Spinnen, aber ist so, wie es ist. Die lässt sich jetzt gerade abseilen. Wirklich. Vielleicht krabbelt sie gleich noch ins Bildschirm rein. Wäre interessant und lustig auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, macht beide Daumen nach oben und teilt und liked das Video. Ich werde mich noch ein bisschen mit Spidey begnügen und werde noch ein leckeres Bierchen dazu trinken und wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Sebi. So, jetzt könnt ihr abschalten. Da krabbelt eine Spinne auf dem Handy rum, während ich ein Video mache. Ha ha.
Das Stativ war im Gewächshaus. Musste ich schnell reinholen, weil ich Bock auf ein Video hatte. Und dann kam das Spidey. Okay. Ich zeige euch das eben, bevor ich das Video beende. Wirklich. Das war kein Witz. Die ist ja jetzt die ganze Zeit rumgeklettert. Könnt ihr sie erkennen? Ich glaube, das ist nicht so gut zu erkennen, ne? Ja, doch. Oh, guck mal da. Da klettert sie runter. Ja, Spidey, also das war jetzt die ganze Zeit mein Zuschauer. Und die ist die ganze Zeit mit dem Baby da. Guck mal, da sind Babys und... Oh mein Gott. Alles voll, aber interessant. Ja, also. So viel dazu, euer Silvio bis dahin. Euch ein schönes Wochenende. Und Küsschen, Tschüsschen. Und mein Gott, nach meinem Fastenbrechen bin ich ganz schön gesättigt und werde jetzt gleich ins Bett gehen. Ciao, euer Sebolino. Mua.